So, servus zusammen. Dieses Video wird von meinem Partner G-Portal unterstützt und falls ihr einen Game-Server sucht oder einen Voice-Server, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Da habt ihr meinen Partnerlink drin, da könnt ihr 10% auf euren Wunsch-Server sparen und unterstützt mich dabei kostenlos. Aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem LS22 Story Projekt. Wir haben gestern Abend noch das Feld unten fertig gegrubbert, unsere Wiese. Und sind dann abends noch ziemlich spät nach Hause gekommen, hab nur noch Brotzeit gemacht und hab mich hingelegt. Und ich habe heute vor, dass wir ein bisschen die Zuckerrüben da rein bringen in die Erde. Da müssen wir allerdings zum Petersen rüber, weil der hat ja das ganze Saatgut. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich die Sämaschine habe, ich hier oben stehen. Das ist schon mal gut. Und ich denke, wir werden mit dem Johnny weiterfahren, weil der schnappt die auf jeden Fall ganz gut. Und dann muss ich auch bloß ein Gerät abhängen. Aber irgendwie friert mein Handy schon wieder im Moment. Berger. Adel hier. Ach, Udo, wie geht's dir denn? Ja, so Pi mal Daumen, ganz gut. Was? Du hast mich angerufen vorhin noch, gestern noch. Nee, ich weiß von nix. Bist du sicher? Ja, ich hab zwar einen kaputten Schwader, aber ich wüsste nicht, dass ich dich angerufen habe. Aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das was für dich ist. Warum denn? Ja, der ist, glaube ich, ziemlich kaputt. Deswegen wollte ich ja kommen, wollte mir ihn angucken. Das hatte ich aber ein bisschen verpeilt nach dem Abladen. Ja, gut. Okay, wir machen es so. Du kannst gerne vorbeikommen und dir den angucken. Der steht bei mir mitten im Hof. Ja. Aber tu mir einen Gefallen. Wenn das Ding wirklich nicht mehr reparabel ist, sag mir das. Ich guck, was geht. Also ich Weil so er ist Anwand, schon ziemlich verbogen. Weil der ist schon ziemlich schön eingestochen in der Wand. Wie geht's denn der Wand? Der Wand geht's ziemlich gut. Dann kann der eigentlich an dem Schwader nicht ganz so schlimm sein. Ja, du weißt, wie beweglich dieser Schwader ist. Der hat doch diese Seitenarme, die komischen, die wo so lange ausfahren. Ja, ich weiß. Und genau mit dem Ding bin ich hängen geblieben. Den hat's komplett nach hinten gestaucht. Ja. Ich sag, ein normaler Schwader wäre vielleicht nicht so schlimm gewesen, wären vielleicht ein paar Zinken abgebrochen, aber bei dem Sondermodell, ich weiß nicht so recht. Aber ich gerade habe, ich habe noch so ein paar Bahnen Gras. Wie Gras? Fertig gemähtes Gras, oder wie? Fertig gemähtes Gras, auch schwarz. Also die auch schwarz sind, könntest du haben, wenn du willst. Würdest du mir die liefern oder müsste ich die abholen? Das Problem ist, liefern wird schwer bei mir, weil ich hier noch Heu machen muss. Ja. Auf welchem Feld sind die? Beide Feld 6. Auf Feld 6. Das ist oberhalb von Dave seinem Wald, weißt du? Ach du, da hinten. Genau. Wenn du bei dir den Pfad runterläufst und... Ja, die Frage ist bloß, ob ich damit beim Ladewagen durchkomme, ohne Komplikationen, da wird das ein bisschen eng. Da gebe ich dir sogar recht. Was sind das, zwei Bahnen oder was? Das wären zwei Runden um das Feld und noch so eine angefangene Bahn. Noch so eine angefangene Runde. Weil ich dachte, das reicht. Dann habe ich mal meine Lagerbestände geguckt. Und dachte mir dann so, ja, das reicht völlig. Ich sag mal, brauchen könnte ich schon. Ist bloß gerade die Frage, wann ich das ganze Zeug abholen kann, weil ich bin gerade auf dem Weg zum Jürgen rüber, um mir Saatgut zu holen. Gut wäre halt zeitnah, weil ich wegen dem Heu und alles, dass ich das kaputt war. Jetzt mal eine blöde Frage, Udo. Meinst du, der Meier könnte das machen? Das musst du dann den fragen. Aber ich glaube, der hat so ein bisschen was zu tun. Ja, dann muss ich den mal kurz anrufen, mal fragen, weil... Was machst du jetzt beim Jürgen? Ja, ich hole gerade Saatgut, weil ich muss die Zuckerrüben aussehen. Ach gut, dass du das sagst, dann muss ich mir auch noch die Preise richten. Die Preise? Preise für Saatgut und so. Ach du meine Güte, ja, die musst du mir noch mitteilen. Genau, das mache ich nachher.
Ja, genau. Muss ich noch ein paar Preise dann rechnen, aber jetzt bin ich hier erstmal am Gras. Ja, sagst mir dann einfach die Gesamtsumme und dann kriegen wir das schon hin. Genau. Ja, gut. Bis dann. Jo, bis denn. Ciao. Ciao. Mach mal gleich mal die Abdeckung auf. Und dann gucken wir mal zum Jürgen. Oh. So, wo ist er denn? Jürgen! Jo. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Jo, auch so. Du bist ja gerade am Saatgut hin und her fahren. Jo. Möchtest du meine Maschine auch gleich füllen? Ja. Ich habe extra schon die Abdeckung offen. Ich hoffe, du kommst dahin. Ach so, hä? Da hat irgendjemand noch da so einen Spurenreißer in den Weg gebaut. Ja. Soll ich vielleicht ein bisschen nach vorne fahren? Nee, bleib da mal stehen. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, wo bei mir das Saatgut reinkommt. Dass da oben rankommt oder unten? Das weiß ich auch nicht. Ich behaupte mal unten. Joa, Moment. Warten Sie mal, wie geht denn das? Ich hab das Ding doch noch nie in der Hand gehabt hier. Ja, geht doch. Ach, geht? Okay, dann gehen die Klappen bloß nicht auf, okay. Das war schon. Ja, da passen nur 330 Liter rein. Ja, aber du wolltest sicherlich auch noch Dünger haben, ne? Jo, wenn du hast, zufällig ja. Ja. Du hast den ja gekauft, nicht. Ja, ich weiß ja nicht, ob das schon wirklich alles da ist. Mir hat bloß Udo gerade gesagt, er schickt mir eine Rechnung. So wie ich gesehen habe, Saatgut und Dünger auf jeden Fall. Bei Kalk bin ich mir nicht. Ich weiß nicht mal, wie viel Kalk du bestellt hattest. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, er hatte aktuell nur so, ich glaube, knappe 8000 oder so. Ja, da stehen nur drei Big Packs. Das sind maximal 6000. Ja, dann fehlen da noch mal zwei. Was hat er dann an Saatgut gebracht? Er hat nochmal gebracht 8000 plus das, was ich in der Seemaschine drin hatte. Ja gut, das sollte ja ziemlich hinhauen. Und Dünger war ja das gleiche. Ja. Gut, wenn das alles da ist, dann bin ich ja schon mal zufrieden. Dann fehlen eigentlich nur 2000 Kalk. Geh noch ein bisschen Dünger rein. Oh ja, da hat noch ein bisschen was Platz, laut meiner Anzeige. Aber sonst, wie läuft's denn bei dir mit Ansehen? Alles gut soweit? Ich kann ja nur ein Feld aktuell ansehen. Nee, stimmt, ein zweites könnte ich noch machen, aber für das andere ist ja noch nicht die Saison. Stimmt, dann habe ich jetzt nur noch die Zuckerrüben und... Ja, und auf deine 24 den Hafer, da wollte ich gleich hinfahren. Ah, genau, das ist gut. Da wollte ich gerade noch mal schnell in die Tabelle reingucken. Warte mal. Ach ja, doch, da war eine 24 Hafer, genau. Ja, und alles andere müssen wir ja noch warten bis mindestens April, ne? Ja. Ja, leider. Nee, aber... Ich weiß gar nicht, hattest du bei dir irgendwie noch Weizen oder Gerste angedacht für dieses Jahr? Ja, warte, ich habe gerade die Liste nochmal in der Hand. Ich habe gedacht, warte mal. Weizen soll als zweite Saat auf Feld 13? Ja, gut, das geht ja noch, nur weil, also jetzt ansehen und dieses Jahr nochmal Jan, das wird nix. Ja, und auf der 58 war Gerste dann angedacht als zweite Saat. Aber dann haben wir halt erst nächstes Jahr die Ernte, normalerweise, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ja. Na gut, dann müssen wir wohl oder übel für dieses Jahr erstmal zukaufen, was unsere Hühners angeht, oder? Naja, wir können, also wir können ja theoretisch Weizen, Gerste, Mais, Sorghum, Hirse, Roggen. So, und Hirse kriegen wir ja dieses Jahr noch. Ach, ja, gut, wir könnten eine Hirsemischung machen, ja. So, und Roggen. Ja, nee, Roggen wird dieses Jahr nichts mehr, aber ja, Hirse würde dieses Jahr noch was werden. Oder halt Mais. Mhm.
oder was ich mir vielleicht überlegt habe. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wir haben. Aber falls wir das vielleicht mit reinkriegen, dass wir vielleicht Lohndienstleistungen anbieten bei jemandem für Weizen und Gerste und vielleicht dafür ein paar Liter abknöpfen können. Ja, mein... ich habe auch gar nichts mehr auf Vorrat. Ach du Scheiße. Ja, ich habe nämlich nur noch ein kleines Big Pack. Was heißt Big Pack? Den Metallgestänge halt, dieses Teil. Ja. Und der ist auch bloß noch halb voll. Und dann ist bei mir eigentlich erstmal Schicht im Schacht, was Hühnerfutter angeht. Ja gut, ich meine, ich habe bei mir... Ich mach den mal kurz aus hier. Ja. Ich habe bei mir im Stall in der Fütterung noch 7.500 Liter. Das reicht für die, also für meine erstmal. Naja. Sind da ja relativ, naja gut. Genügsam ist relativ, aber so viele sind es noch nicht, sind nur 180. Ja, geht da noch. Ich sag mal so, ich bin gerade echt froh, dass die Hühnermast unten, dass ich die immer noch nicht in Betrieb genommen habe, weil sonst hätte ich jetzt ein größeres Problem. Das kleine Spielzeug da unten, ja. Mhm. Ist ja eigentlich bloß eine überdimensionale große Lagerhalle aktuell. Jo. Das kenne ich irgendwoher. Mhm. So, ja, das wird aber ja eh ein bisschen sportlich durch dem Geld verdienen. Was habe ich mir denn hierbei gedacht? Was denn? Wieso habe ich denn für dieses Jahr für mein eines Feld für die zweite Saat Sorghum hier sein? Nee, das klappt doch gar nicht. Das klappt doch nur für das nächste Jahr. Ich weiß nicht, was du da geplant hast. Nee, irgendwie ist da wohl was hier. Naja. Also ich hoffe mal, dass ich meinen Ernteplan richtig gestaltet habe. Aber werden wir ja sehen. Ja. Sonst müssen wir halt... auch sehen. Eventuell werde ich das eine Feld noch umwerfen, dass da nicht Hirse drauf... wobei, ich brauche die Hirse auch für irgendwas. Ja, für die Hühner. Ja, genau. Dim-dim. Ich glaube, ich habe ja auch noch ein bisschen Hirse, oder? Warte mal, wie war das nochmal? Was habe ich denn? Ja, auf die... Mohnhafer, Soja... Ach du Scheiße, was habe ich im ersten Durchgang? Habe ich ja bloß... Mohnhafer, Soja, Klee? Warte mal, Klee. Habe ich Klee? 45. Wollte ich auf die 45 Klee schmeißen? Wenn du das wolltest, müsstest du da vielleicht erst noch das Gras, also einmal umdrehen. Aber jetzt, wo du das sagst, ich habe hier hinter der Halle ja noch, also der Ölrettich hat ja lange gelebt. Mhm. Der musste ja auch wieder weg, das soll ja wieder eine Wiese werden, da war ja was. Müsste ich vielleicht auch irgendwann mal tun. Jetzt habe ich mal eine doofe Frage. Du hast, deine Sämaschine ist doch Direktsaat, oder? Ja. Mal doof gesagt, könnten wir da mit der Direktsaat nicht zwischen das Gras den Klee einfach reindrücken? Können wir versuchen. Frage ist halt, ob die mit der Menge an Bewuchs klarkommt. Ja gut, das ist natürlich wieder das nächste, ja. Halt einfach im Zweifel ausprobieren. Aber ja, theoretisch sollte sie, also sie kann das normalerweise, ja. Ich sag mal, Gras, Klee, ja mein Gott, wenn ein bisschen Gras zwischendrin wächst, ist mir das auch relativ latte. Ja, das ist richtig. Da müssen wir das einfach mal ausprobieren, da müssen wir mal gucken, dann mäht man halt nochmal und dann drückt man rein. Ja, gucken wir mal. Apropos mähen, ich muss noch mal Meier anrufen, ey. Apropos mähen, nee, so schlimm ist noch nicht. Brauchst du zufällig Gras? Jetzt akut nicht. Gut. Udo hat mir gesagt, ja, ob ich 2 Bahnen Gras bei ihm oben abholen will, bei Feld 6, aber ich habe ja 0 Zeit, deswegen wollte ich Meier beauftragen, dass der mir das oben abholt. Und ins Fahrsilo zur BGA fährt, weil die ist nämlich auch leer. Ja. Also Silage kann ich dir gerade auch noch nicht anbieten. Ja, ich leider auch noch nicht. Ich meine, ist auch noch nicht durch. Es ist... Ich sag mal so, fürs nächste Jahr brauche ich ein bisschen mehr. Würde ja, ich mal sagen. Ich werde wohl auch ein bisschen mehr brauchen, jetzt im neuen Stall. Mhm. Ich glaube, wir haben alles noch nicht so ganz durchdacht. Wir müssen uns da erstmal ein bisschen rantasten mit unseren Mengen.
Ja, ich sag mal so, mit dem, was ich jetzt noch so im letzten Jahr über habe, komme ich zwar noch ein bisschen, so nicht. Aber spätestens, wenn der Stall so Richtung voll wird, wird das eventuell interessant. Mhm. Und ich hatte ja eigentlich vor, dass ich meine BGA durchgehend betreibe, aber irgendwie aktuell sieht das nicht danach aus. Ja gut, ich meine, was kannst du da pro Tag durchfeuern? 100.000 Liter? Sowas ja. Wenn ich sie auf Vollgas laufen lasse, aber... Du weißt aber, wie viel du dann pro Jahr brauchst. Das heißt, meine Lager komplett voll. Plus zukaufen also, ganz viel. Also wenn ich das jetzt richtig überschlagen habe, sind das 3,6 Millionen Liter. So ungefähr, ja. Das heißt, ich werde dieses Jahr richtig schön Gas geben. Alles, was bei mir im Gras runterkommt, muss sofort ab ins Silo. Und mal gucken, was ich dabei runterkriege. Und natürlich jede Menge zukaufen. Ja. Na gut, ich muss halt auch ein bisschen Silage machen. Aber ich brauche aktuell zumindest noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie das dann mit der Fütterung im neuen Stall aussieht. Und mit der dementsprechenden Erhöhung der Anzahl an Tierchen. Mhm. Oder B, das sehen wir ja dann. Ding. Ich glaube, mein Handy klingelt. Jo, gehen Sie mal ran. Petersen, ein Wunder. Kabel, guten Tag. Sie hatten mal was bei mir bestellt. Jo. Warte. Was waren das nochmal? Ich hätte das nicht mehr ganz so auf dem Schirm. Zwei Paletten Siliermittel, aber die habe ich ja schon. Ja. So, dann rufe ich mal ganz kurz beim Herrn Meier an. Ich hoffe, der ist da. Mal gucken, wo ist die Nummer da? Meier? Oh, Herr Meier, schön, dass ich Sie erreiche. Berger hier. Hallo, Herr Berger. Herr Meier, ich hätte mal eine Frage an Sie. Ja? Hätten Sie zufällig ein bisschen Luft? Aktuell ja. Warum? Der Udo hat mir gesagt, dass ich bei ihm oben am Feld 6 etwas Gras holen könnte. Nur das Problem ist, ich muss Zuckerrüben aussehen. Mhm. Jetzt war meine Frage, ob Sie vielleicht, wenn ich Ihnen den Ladewagen stelle von mir, mir beim Udo oben das Gras abholen könnten und bei der BGA ins Fahrsilo reinfahren? Welches Fahrsilo ist denn das? Ich habe da zwei nebeneinander, das ist gerade egal. Ich glaube, die sind beide gerade leer. Also bei Ihnen dann da oben? Ja, beim alten... Meckerland. Genau. Da einfach okay. Da einfach in ein Fahrsilo rein. Ja. Und dann täten sie da einen kleinen Obolus von mir kriegen. Ja, also würde jetzt schnell mit dem LKW wieder zurückfahren und einen Wrack dort schnell holen halt. Ja. Und dann würde ich kurz zu Ihrem Hof fahren oder wo steht denn da? Ja, der Ladewagen steht bei mir oben am Berghof, an meinem Silo oben, also am Keilsilo. Mhm. Da können sie direkt hinfahren und anhängen. Alles klar, das mache ich. Welches Feld ist das? Feld 6, das ist oben... bei den Wäldern. Ah ja, das okay, ja, passt. Das wäre super. Und dann bloß kurz mit dem Udo abklären, was sie da alles mitnehmen. Also er hat gesagt, zwei Bahnen außenrum, so viel ich verstanden habe, müssen abgeholt werden. Zwei Bahnen außenrum, okay. Ich weiß es nicht, wie er da geschwartet hat. Im Zweifel einfach Udo nochmal anrufen. Und dann sagen sie mal halt einfach die Menge, was sie reingefahren haben. Dann kann ich das mit ihm dann abrechnen. Ja, passt. Gut. Und dann danach reden wir mal, was sie von mir kriegen. Ja, alles gut. Okay, dann schon mal vielen Dank. Kein Problem. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, Herr. Oh, das läuft ja wie geschmiert. Apropos geschmiert, du kriegst gleich Besuch von Udo. Was, wo? Er sagte irgendwas von einem Schwader. Ach nee. Ja, ich habe gesagt, er soll mal angucken, aber wenn er nicht reparabel ist, soll er sagen, bevor er Teile bestellt. Ja, der wollte gleich mal irgendwie vorbeigucken. Das kann er ja machen. Da braucht er mich, glaube ich, nicht dazu, hoffe ich. Das weiß ich nicht. Ich soll es dir nur ausrichten. Ah, das ist gut, danke dir. Aber ich denke, der Meier wird ihn auch gleich anrufen. Und fragen, wie viel Gras er abholen soll.
Den habe ich nämlich gerade erreicht. Der holt jetzt meinen Ladewagen. Ich hoffe, er lässt ihn ganz. Und holt das Gras bei Udo. Ja. Lass das bitte nicht schief gehen. Noch mehr Schäden ertrage ich nicht. Ja. Oh, ja. Dann aber würde ich sagen, ich mache mich auch mal auf den Weg, dass wir hier mal ein bisschen. Ich fahre auch mal. Ich bin im Funk, falls du mich brauchst. Ja. Bis dann. Bis denn. Ah, ist das so gut, um Hausecken rumzufahren? Wären ja diesmal nicht meine Hausecken. Jetzt hätte ich noch fast ein Peterson mitgenommen. Na super. Das wäre ja wieder eine super Aktion geworden. Jürgen? Ja? Tut mir leid. Hoch? So ein Hoch hatte ich auch gerade bei dir in der Ausfahrt, wo du vorbeigefahren bist. Ich habe doch auch Vorfahrt. Ich habe dich fast übersehen. Ja, gut, ich weiß das. Also deswegen ich bin ja schlank, deswegen trage ich ja schon extra, also ne, gelbe Jacke. Aber das so schlimm ist, wusste ich nur noch nicht. Nee, das war der weiße Traktor, weißt du? Der ist so, naja, der war nicht so schnell sichtbar. Ja. Was ist denn hier los? Wäre vor allen Dingen doof, weil es gerade der Neue. Hey, ja, das wäre dann bei uns beiden der Neue. Da wäre mein frisch reparierter Johnny auch dran gewesen. Ja. Das muss ja nicht sein. Wieso? Achso, ich weiß warum. So. Oh Gott. Moment, warte, ich pflanze jetzt Hafer, nicht, dass ich mich hier jetzt gerade vertue. Du hast Hafer, ja, und ich muss auch mal gucken, weil ich muss meine Maschine auch mal schnell auf Zuckerrüben einstellen, weil sonst habe ich da auch ein kleines Problemchen. Und ich brauche auch dieses GPS, das ist auch so eine Nummer. Bis ich mit dem Ding klarkomme. Ja, ich meine, überbrauchen tut man es jetzt nicht unbedingt. Naja, aber es wäre mal schonend. So. Aber ich glaube, du musst dich noch bei dem Herrn Habel melden. Ich soll mich bei dem schon wieder melden? Achso, wegen meinem Schwader? Ja, da kam gerade irgendwie, also wurde da gerade irgendwas geschrieben. Echt jetzt? Jo. Ja, dann werde ich doch das gleich mal schnell tun, wenn der Herr Habel was von mir möchte. Ding. Ich glaube, bei mir vibriert das Telefon. Ja, Berger? Hallo, hier ist der Meier. Ich kann Ihren Dings nicht ankuppeln. Ach Gott, ja, da warten Sie, da ist das Schloss noch dran. Kleinen Moment, der Schlüssel liegt, glaube ich, auf dem Reifen hinten drauf, wenn ich mich nicht täusche. Oh. Und Moment, jetzt müsste es gehen. Haben Sie einen Schlüssel gefunden? Jawohl, das passt. Dankeschön. Okay, das ist super. Bitteschön. So, dann rufe ich doch jetzt mal. Was hast du gesagt? Udo soll ich anrufen, Jürgen? Ja, irgendwas. Also kam da gerade eine Nachricht angeflogen. Ja, okay, warte, dann wähle ich da mal schnell. Wo ist er denn, der Udo? Da. Gucken wir doch mal, ob er rangeht. Er geht nicht ran. Das ist doch wieder was. Moment. Probier ich gleich nochmal. So, dann rufen wir doch den Udo nochmal an, wenn er schon beim ersten Mal nicht hingeht. Mal gucken. Wo ist er denn, Mann? Ach, Udo Berger. Hallo. Ich soll dich anrufen, hast du geheißen? Ja. Da geht es um deinen Schwader. Okay, hast du gute Nachrichten oder schlechte? Ich sag mal so, wenn das Ding verhögern willst, sind's gut.
Wenn nicht, dann nicht. Okay, was heißt jetzt, wenn ich es verhökern will? Wenn das Ding weg soll, kannst du dich ja freuen. Das Ding ist Kernschrott. Okay, und was kriege ich für diesen Kernschrott noch? Das müsst du erstmal in einer prüfen. Ich sag aber so. Weniger als ein Nagelhaufen kriegst du nicht mehr für. Mann. Weniger als ein Nagelhaufen kriegst du nicht mehr. Und die Reparatur wäre wahrscheinlich über dem Wert, oder? Ja, wenn man es so will, ja. Also du hast es ja verbogen. Ja. Das Ding sieht aus, als hättest du da mit 30 Pfänden 50 dran gezogen. Ja, ich sag ja, ich hab das nicht ganz überrissen und hab halt das Ding voll in die Ecke genommen. Mit der Ecke mitgenommen. Ja, ich kann mir das vorstellen. Ich hab was schmerzhaft gesehen. Okay, tust du mir einen Gefallen? Ja. Schaust du bitte, dass wir irgendwie als Ersatzteilverkauf, keine Ahnung, so viel wie möglich noch rauskriegen aus dem Ding? Ich guck, was ich machen kann. Das wäre super. Dann meldest du dich einfach nochmal an. Genau. Ja, gut. Naja. Danke, Udo. Ja. Bis denn. Bis dann. Die Schwaden hier. Alles andere. Ach du Scheiße. Jürgen. Ja. Ich habe ein Problem. Definieren Sie Problem. Mein Schwader ist wortwörtlich Kernschrott. Und die Reparatur übersteigt den Wert. Ja. Mhm. Kennst du jetzt mein Problem? Ja. Ich sag dir, also ich bin doch momentan vom Pech verfolgt, oder? So ein bisschen. Gott, ich bin ja gespannt. Ich habe jetzt bloß gesagt zum Udo, er soll gucken, Ersatzteilverkauf oder weiß der Kuckuck. Dass er noch so viel wie möglich rausholt. Ich bin zwar nicht überzeugt, dass da viel bei rumkommt. Aber vielleicht ein bisschen was. Wieso soll ich mir jetzt auch noch einen neuen Schwader kaufen, Alter? Das kostet doch Schweinevermögen. Naja, halt. Oder Jürgen, leist du mir dein? Ja, das ist ja nicht das Problem. Ich sag mal so, Schwader. Wenn man. Je nachdem, was man haben will, geht's ja schon. Also. 20.000 sind halt auch 20.000, aber... Ne? Mhm. Aber du weißt ja, wenn man dann was Neues kauft, dann möchte man sich ja vielleicht ein bisschen verbessern. Ja, das ist richtig, aber ich habe ja ne, gerade mal so nebenbei geguckt, wenn ich mir überlege, mein Sparer, den ich habe, mit 6,60 Meter Arbeitsbreite ist teurer, wie wenn du jetzt... So ein, sag mal, Zweikreiselschwader, der 8,40 Meter Arbeitsbreite hat, kaufst. Echt jetzt? Ja. Mein Schwader, den ich habe, der kostet neu um die 40.000 Herstellerangabe. Und der Sammers? Bei 20. Das geht ja noch. Das geht ja noch voll. Breiter. Ja. Oh. Oha. Jetzt merke ich es erst. Super Aktion. Hm? Ich bin doch echt bescheuert, oder? Hast du vergessen, die Seemaschine einzuschalten? Ja, nee, das nicht. Aber ich habe vergessen, die Arbeitsbreite anzupassen. Ja. Heißt, du bist jetzt mit 4 Meter oder was sie hat, 4,5 mit was für einer Breite gefahren? 3. Ja, gut. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt hilfreich, aber es sieht, das Endergebnis sieht trotzdem besser aus, wie wenn du mit also 3 Meter Arbeitsbreite hast und 4,5 fährst. Ja, das stimmt allerdings. Obwohl ich jetzt mal gerade nachgucken muss, die hat wirklich 4,5. Aber irgendwie sieht das auch falsch aus bei der Einstellung. Hm.
Normal kann ich das nicht auch ein bisschen. Ah, doch, kann ich. Weißt du was? Ich gehe auf 4 Meter. Ich glaube, das ist besser. Da fährt ein Meier. Ich sehe einen Meier. Mit meinem Ladewagen? Ja. Also noch liegt er nicht auf der Seite. Das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Das ist ja mein Spezialgebiet, ja? Ja, aber bei meinem Glück steht mich das jetzt auch nicht mehr wundern. Aber deine 24 ist gleich fertig angepflanzt, also ich bin schon zur Hälfte durch. Oh, das ist gut. Ich bin auch schon fast zur Hälfte mit den Zuckerrübs durch. Die Maschine läuft richtig gut hinter dem Johnny, muss ich echt sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bin ganz froh drüber, den etwas größeren Trecker jetzt zu haben hier. Ich meine, der hat zwar auch nur 35 PS mehr. Mhm. Wie mein anderer, aber... Aber die merkt man, oder? Ja, sind dann die 35 PS, die man, die hin und wieder helfen. Ja, glaube ich. Ich muss auch sagen, der Johnny, also war ja am Anfang echt skeptisch, ob sich das rentiert, den wieder zu richten für das Geld. Aber ich muss wirklich sagen, es hat sich abartig gelohnt, weil wenn ich einen neuen Traktor in der Preiskategorie gekauft hätte, wäre ja utopisch gewesen. Ja, das ist richtig. Ich meine, der Träger ist zwar jetzt 1,5 Tonnen schwerer wie der andere. Aber 1,5 Tonnen und 35 PS mehr, ja gut, das gleicht sich dann schon ein bisschen aus. Ja. Ach verdammt, jetzt habe ich Udo wieder vergessen, wann er den restlichen Kalk bringt. Na gut, der ruft mich eh noch irgendwann an mit der Rechnung. Welcher von den beiden? Aber ich würde mal sagen, meine lieben Zuschauer, wenn ihr wissen wollt, wie es hier bei uns weitergeht und ob alles reibungslos in Zukunft klappt beim Pedersen und bei mir, schaltet natürlich recht herzlich beim nächsten Mal wieder ein. Euch jetzt einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.